herzlich willkommen bei Intabugare. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videopodcast von Interrogare. Ja, von meiner Seite auch hallo. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden und das haben wir gefeiert am 9. Mai. Das war eine echt schöne Party, ein schönes Event. Definitiv, mit insgesamt 150 Gästen haben wir zusammen gefeiert. Wir waren in einer tollen Location im Glück und Seligkeit. Das ist eine ehemalige umgebaute Kirche hier in Bielefeld. Und ja, wir hatten ein tolles Programm mit Grußworten, teilweise auch sehr persönlich und emotional. Dann hatten wir einen inhaltlichen Part, eine Diskussionsrunde zum Thema Digitalisierung, natürlich richtig leckeres Essen und zum Abschluss des Ganzen dann auch noch eine tolle Liveband, Soul Insight, hier auch aus Bielefeld, die richtig klasse Stimmung gemacht hat. Ja, das war echt cool. Wir haben auch schöne Geschenke bekommen, ja. Unter anderem auch Dinge, die wir hier auf unserer Dachterrasse benutzen können von deinen Eltern. Eine gesponserte Bank, dann noch von den Kollegen von U&I, unseren Nachbarn, schöne Liegen. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank für die coolen Geschenke. Und genau. Persönlich werden wir natürlich noch uns auch noch bedanken. Genau. Im Anschluss an dieses Intro werden wir auch noch mal ein paar Bilder zeigen, also für alle, die jetzt neugierig geworden sind. Genau, zu dem Thema Party. Wir hatten noch eine Sache, der BVM-Kongress am 20. und 21. Mai in Hamburg. Ist ein tolles Thema, ein gutes Programm und da freuen wir uns drauf. Wir sind mit 4 Personen da und wir möchten uns dort treffen und mit uns reden. Genau. Und ansonsten werden wir natürlich im Anschluss an die Bilder nochmal einen inhaltlichen Part haben. Da wird uns der Kollege Walter Friese unsere aktuelle Studie Starke Marken OWL präsentieren. Und an dieser Stelle schon mal viel Spaß dabei. Genau, das war's von unserer Seite. Genau, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was erzählen zu einer Eigenstudie, die wir durchgeführt haben, nämlich zu unserer schönen Studie Starke Marken OWL. Wir sind hier in einer Region, nämlich genau genommen in Ostwestfalen-Lippe, abgekürzt OWL, in der wir wirklich eine ganze Reihe von großen Marken haben, von wichtigen Unternehmen. Wir haben hier wirklich Marktführer in bestimmten Regionen. Wir haben hier einmal die großen Konsumentenmarken, sowas wie Dr. Oetker, Melitta, Miele. Wir haben aber auch viele Hidden Champions, die wirklich in ihrer Nische Weltmarktführer sind. Wir haben sowas wie Benteler, wie Heller, wir haben sowas wie Phoenix Contact. Und uns hat interessiert, wie sieht denn wohl die Bevölkerung diese Marken? Welchen Stellenwert haben die Marken für die Region? Wie wichtig ist der Wirtschaftsraum? Und dann haben wir uns überlegt, dass wir uns doch mal als Bielefelder Unternehmen auch mit den Marken der Region beschäftigen können. Inhaltlich, methodisch haben wir das gemacht mit unserem EBM, das ist der Emotional Branding Monitor. Und beim Emotional Branding Monitor ermitteln wir über eine spezielle Abfrage die Assoziation von Menschen mit bestimmten Marken. Und wir ermitteln darüber, wie stark und auf welchen Dimensionen eine Marke verankert ist in den Köpfen und den Herzen der Menschen.
Das klingt so ein bisschen, als sei das vor allen Dingen was für Konsumentenmarken, eben für die Dr. Oetkers und die Melitas. Wir haben aber an dieser Studie wieder mal gesehen, wie gut diese Assoziationen funktionieren, wie gut dieses Verfahren der Markenpositionierung über emotionale Systeme funktioniert. Wir haben gesehen, dass auch die großen Marken, die sich eher an B2B-Zielgruppen richten, gerade die Maschinenbaumarken, dass die trotzdem eine starke emotionale Verankerung bei den Menschen haben und starke Assoziationen auslösen. Wir haben uns das für eine ganze Reihe von Marken angeschaut. Wir haben als Schmankerl auch die lokalen Fußballvereine mit in die Studie als starke Marken aufgenommen. Und wer wissen möchte, ob Arminia Bielefeld oder SC Paderborn eher für Erfolg und Unterhaltung stehen oder doch eher für Tradition und für Relevanz für die Region, der kann sich einfach mal die Ergebnisse ein bisschen genauer anschauen. Wenn Sie Interesse haben, schicken Sie uns, kontaktieren Sie uns über die bekannten Kanäle. Wir schicken Ihnen dann die Unterlagen. Und ich würde mich freuen, wenn wir mit dieser Studie Ihr Interesse geweckt haben. Melden Sie sich, wir freuen uns.